gegen sie kämpfen müssen. Sie ist leider nicht sauber. Eine Grünsprecherin. Ich will nicht gegen eine Grünsprecherin kämpfen. Oh ja. Hm. Oh. Ich dachte, du warst tot. Na gut. Wo müssen wir denn hin? Komplett wieder raus, ne? Hm. Gerade ich war falsch. Wir müssen irgendwie. Ja, ja. Da lang. Mhm. Die Rückbesinnung möchte Gerechtigkeit, Beragon. Für alle, Bosma. Blut und verdrängte Familien sind keine Gerechtigkeit. Wir sind schon ewig Freunde. Warum vertraut ihr mir nicht? Die Rückbesinnung hat dieses Dorf zerstört. Welchen Schaden hat dieses Dorf? Würdest du umbringen, wegzulaufen? Na wohl nicht. Vielleicht sollten Sie das mal ausprobieren. Nein, Sorelin, wartet. Ich komme ja. Oh Mann, Familienzwist. Unschön. Heute müsste jetzt 2. Oktober sein, gerade so. Mhm. Was ist denn da? Das brauchen wir jetzt wirklich nicht. Ich konnte sie nicht einfangen. Ich kenne Sorelin fast schon mein ganzes Leben. Sie lag mir am Herzen. Ich sah sie immer als Freundin, vielleicht sogar als mehr. Warum erkannte ich nicht, dass sie in die Fänge der Rückbesinnung gefallen ist? Vielleicht hätte ich etwas tun können. Fäule, das tut weh. Grünsprecherin Sorelin erwähnte Gerechtigkeit und ein Erbe. Wisst ihr, was sie damit meinte? Sie behauptete immer, dass das aileidische Land den Waldelfen gehörte. Aber bisher war das rein theoretisch. Es klingt, als würde die Rückbesinnung versprechen, dies wahrzumachen. Vielleicht wollten sie deshalb den Wildbrandsamen. Apropos, konntet ihr ihn beschaffen? Ja, klar. Oh, das war schon. So einen Samen habe ich noch nie gesehen. Er fühlt sich falsch an. Ja. Ihr arbeitet mit Leramil zusammen, nicht wahr? Sie muss wissen, was wir hier entdeckt haben. Wir warten in Skingrad auf euch. Ich habe dort ein Stadthaus. Oh, und nehmt das hier. Das habt ihr für eure Hilfe mehr als verdient. Zahn der Rückbesinnung in grün. Super nobel. Ja, meine alte Freundin ist einem brutalen Kult beigetreten, aber wir beide haben heute wirklich Gutes getan. Wir haben die Leute in Ostumir gerettet und verhindert, dass die Rückbesinnung an diesen Samen kommt. Trefft Leramil und mich in meinem Stadthaus in Skingrad, wenn ihr bereit seid. Danke. Warum sollte sich die Grünsprecherin Sorelin der Rückbesinnung anschließen? Das hat's doch erklärt. Ich bin nicht sicher. Die Rückbesinnung verbreitet gern Sprüche, die zu vielen der wichtigsten Überzeugungen von Sorelin passen. Ich hielt diese Überzeugungen letztlich nur für Träumereien, doch die Rückbesinnung scheint sie in tödliche Taten umzusetzen. Ich frage auf jeden Fall nach ihren Gründen, wenn wir uns das nächste Mal begegnen. Meint ihr, dass das Erdbeben und der Wildbrandsamen zusammenhängen? Ich weiß über beides nicht genug, also müsste ich ins Blaue raten. Wenn Ostumir wahrlich das Epizentrum des Neuen Waldes ist, könnte das Land dort einfach instabil sein. Oder vielleicht ließ Üffre den Boden erbeben, um uns zu warnen und unsere Aufmerksamkeit zu erregen. Glaube ich nicht. So, jetzt lass mal gucken. Also, dann haben wir das doch alles erledigt. Ich mache aber ganz kurz, weil mich stört da was, eine Aufnahmepause. Das heißt, wir... Hallo, na jetzt mal. Weil ich habe die Handwerksdingstens angefangen. Na? Ich hasse diese Greifer. Pflanzenmagie ist furchtbar. Vielleicht hätte ich den Kriegswappenträgern beitreten sollen. Was sagen wir? Naja gut, die hätte ich auch wegmachen können, egal.
Aber ich will diesen, das Steinchen haben. Oh, sah aus wie ein Wegschrein und es ist keiner. Hm. Egal. Ja, vielleicht sollten wir doch. Nein, das will ich nicht. Geh weg. Hallo? Ja. Jetzt haben wir noch die Viecher, auch gut. Ja, ja. Und hier? Jetzt bin ich auch. Nun gut, aber heult nicht nach eurer Mutter. Wer wollte nach der Mutter heulen? Ah, da oben. Na toll, wie komme ich denn jetzt dahin? Egal. Was bist denn du für eine? Schon ein bisschen was, ne? Ich muss irgendwie einen guten. Davon kann man nie genug haben. Das ist die Frage, wie komme ich denn da hin? Kommt da nicht so. Das geht nicht. Dann kriegen wir einen Runenstein. Super. Ich muss irgendwie hoch, aber hier ist kein Weg. Gehe ich falsch? Gehe ich von aus? Was bist du? Keine Ahnung. Oh, der hat einen Namen. Nicht schon wieder, Seremina. Tut mir leid deswegen. Sie will nicht schwimmen gehen, aber sie muss. Und sie hasst es, wenn sie weggepackt wird, während ich mit anderen rede. Okay. Wir werden herausfinden, was das alles bedeutet. So, jetzt gehen wir da hoch. Bin mal gespannt, ob das der Weg ist. Das sieht erstmal gut aus. Platin. Na, solange ich eh so Fluss habe, kann ich ja ruhig mal was abbauen. So, auch schon wieder einer. Mhm. So. Geht ihr vor? Hör mal auf, so feige zu sein. Da ist es doch. Guck mal, da kommen wir jetzt hin. Wie kommen wir da hin? So, da hoch. Da rein. Da hoch. Und, ja, schau mal, so, was ich jetzt mache ist, ich mache eine kurze Aufnahmepause, spring kurz mal nach Wadenfell und dann nochmal in das Stadthaus, wo wir hin sollen. Deswegen, da sehen wir uns gleich. So, da sind wir wieder. Ich habe jetzt gerade die Handwerk-Quests gemacht und habe gemerkt, dass man da auch Spuren finden kann. Ich muss die wieder konsequent jeden Tag machen. Ich habe das Handwerk wirklich durch, aber die Belohnungen sind dann doch schon... Der neue Wald macht mir Sorgen. Nichts halt natürlich, nicht es schlecht. Kann so schnell wachsen. Ja, ich weiß. Da müssen wir rein. Okay, hallo. Wir haben den ersten Teil der Hauptquest noch nicht abgeschlossen. Willkommen in meinem Stadthaus, Freunde. Ich bin auf die Ergebnisse eurer Ermittlungen gespannt. Nicht schlecht. Ich fasse es nicht, dass wir einen verderbten Samen in Ostomir fanden. Tja. Dass die Rückbesinnung irgendwie den neuen Wald in den Westauen wuchern ließ. Oder dass meine Freundin Sorilen daran beteiligt war. Leramil möchte mit euch sprechen. Doch ich würde gern hören, was ihr sonst noch entdeckt habt. Tribuna Lea und ich hinderten Truppen der Rückbesinnung oder den Daedra daran, Skinkrad am Rostwall-Anwesen zu überfallen. Eine daedrische Invasion vom Rostwall-Anwesen aus hätte Skinkrad völlig auf dem falschen Fuß erwischt. Es ist gut, dass ihr und die Tribunen dort waren, um sie aufzuhalten. Doch die Rückbesinnung arbeitet mit Daedra zusammen? Das sind verstörende neue Entwicklungen. Kennt ihr Tribunen, Alia? Ihren Ruf. Wir haben uns gerade erst getroffen. Ich weiß, dass sie Probleme für Graf Galantius löst. Also erwartete ich schon, dass ich irgendwann auf sie treffen würde. Sie hat anscheinend auch von mir gehört und stand vor meiner Tür. Habt ihr da draußen etwas erfahren?
Die Rückbesinnung sucht in Ellenglün nach Itelia, aber wir fanden sie zuerst, dann verschwanden sie. Itelia, die Daedra-Fürstin, nach der ihr und Leramil sucht? Ihr habt sie getroffen? Unglaublich. Doch warum sucht die Rückbesinnung sie? Hat sie nicht... Ach, vergesst es. Ich glaube, ihr solltet jetzt mit Leramil sprechen. Ich muss all das bedenken. Das mache ich. Auf jeden Fall. Die ersten Untersuchungen sind abgeschlossen, Entsandter. Reden wir. Mhm. Auf eine körperliche Konformation zu treffen, das bedeutet, ich hätte erwartet, dass es länger dauern würde, bis wir Itelia finden und ihr persönlich entgegentreten. Ich hab's auch so verstanden. Wir haben festgestellt, dass mein Verdacht bezüglich der zerfaserten Schicksale zutreffend war. Jeder dieser Orte wies eine Verbindung zu Itelia auf. Ja, aber was sagen uns diese Verbindungen? Dass die Rückbesinnung und die Spiegelmordädra versuchen, Itelia ihre Macht zurückzugeben. Sie riefen den neuen Wald und die Wildbrandverwüstung hervor. Und Itelia durchstreift die Westauen und erhält langsam ihre Erinnerungen zurück. Da ihr mir geholfen habt, zu diesem Schluss zu kommen, nehmt diese Belohnung. Ja, danke schön. Und nochmal ein Sprecht Punkt, mit oder? Beragon. Hört nach, ob ihr eine Meinung dazu hat, was unsere nächsten Schritte sein könnten. Okay, danke. Itelias Anwesenheit zerfasert alle Folgen. Dadurch ist es mir fast unmöglich, die Fäden des Schicksals wahrzunehmen. Geschweige denn darüber zu entscheiden, welchen Fäden man folgen muss. Warum ist das schlimm? Die meisten Leute können das Schicksal nicht sehen. Die meisten Leute tragen auch keine Verantwortung für die Bewahrung der Wirklichkeit selbst. Wenn wir falsch raten, was wir tun müssen, oder wir einfach daran scheitern, kommt es zur Katastrophe. Solche Entscheidungen überlasse ich nur ungern dem Zufall, wenn so viel auf dem Spiel steht. Was sollen wir denn dann machen? Ich vertraue auf Beragons Wissen über die Rückbesinnung. Es gibt eine Anomalie, der ich nachgehen möchte, während ihr beide die Kultisten verfolgt und ihre Pläne herausfindet. Vielleicht ist der Wildbrandsamen, den ihr in Ostumir fandet, ein guter erster Anhaltspunkt. Ich suche euch später auf. Okay. So, dann haben wir das. Ich habe über Ostumir und eure Untersuchungen mit Leramil und Tribunen Alea nachgedacht. Die Rückbesinnung war jedes Mal beteiligt. Wir müssen herausfinden, was sie als nächstes plant. Vielleicht kann uns der Wildbrandsamen, den wir in Ostumir fanden, dabei helfen. Und zwar wie? Ich bin weder Grünsprecher noch Weber, aber ich erkenne einen verderbten Samen, wenn ich einen sehe. Wenn wir herausfinden, woher er kommt, glaube ich, dass wir die Rückbesinnung finden können. Zum Glück gibt es Fachleute für derlei Dinge in der Nähe, in der Waldelfensiedlung Washabar. Können die Waldelfen Washabar mit der Rückbesinnung unter einer Decke stecken? Bosmer, die das Grün ehren, würden nichts mit einem Wildbrandsamen zu tun haben wollen, aber ich will den von uns Geborgenen einer Grünsprecherin zeigen. Wenn sie uns mehr über ihn erzählen kann, könnte uns dies geradewegs zur Rückbesinnung führen. Helft mir und ich bezahle euch die Reise. Mache ich. Hier, nur zur Sicherheit, solltet ihr den Wildbrandsamen tragen. Richtig. Grünsprecherin Darulit in Washabar sollte uns etwas darüber sagen können. Folgt einfach der Goldstraße nach Dämmerholz und wendet euch nach Norden. Tribunin Alea und ich treffen euch dort. Dieses Haus ist gewaltig. Gehört das ganz allein euch? Ich weiß, es ist zu groß. Das kenne ich. Während meiner Zeit als Abenteurer half ich einer reichen kolovianischen Familie. Sie belohnte mich mit der Besitzurkunde für ein großes, altes Stadthaus, das leer stand. Ich hatte das Gold, um es bewohnbar zu machen, und es schien Verschwendung, es nicht zu nutzen. Und warum lebt ein Waldelf dann in Skingrad? Ich habe in ganz Tamriel gelebt, und Skingrad ist eine durchaus schöne Stadt. Hier ist immer etwas los, und wir kriegen Neuigkeiten vom ganzen Kontinent. Erst vor kurzem begannen die Bewohner der Westauen, Waldelfen mit Misstrauen zu begegnen. Wie? Seit dem Erscheinen des neuen Waldes, den die Bosmer von Washabar Dämmerholz nennen, wurde der Rest der Westauen misstrauisch und nervös gegenüber den Waldelfen. Verstehe ich ein bisschen. Ich lebe schon seit Jahren hier, doch plötzlich bin ich ein Außenseiter. Es könnte hässlich werden. Ihr meintet, kein Bosmer, der das Grün ehrt, würde einen Wildbrandsamen verwenden. Was ist mit Surilin? Ja,
Ich bin auch davon verwirrt. Ja, Grünsprecher sind Magier, die im Rahmen des Grünen Pakts wirken, um den Wald nach ihren Bedürfnissen zu formen. Alle Waldelfendörfer haben Grünsprecher, um neue Kapselheime sprießen zu lassen oder nützliche Werkzeuge zu formen. Es ist eine Kunst, die mein Volk sehr schätzt. Aber warum arbeiten Sie mit der Rückbesinnung zusammen? Ihr habt in Ostomir dasselbe wie ich gesehen. Meine alte Freundin Sorelen ist vom rechten Weg abgekommen. Wenn sie am Einsatz von Wildbrandsamen beteiligt war, hat sie sich vom Grünen Pakt abgewandt. Ich bin nicht sicher, ob sie das tun und sich dann noch Grünsprecherin nennen kann. Helft mir auf die Sprünge. Wer ist die Rückbesinnung? Ich vermute, die Rückbesinnung ist die Wiederbelebung eines uralten Aileiden-Kults. Die Aileiden sind nicht einfach verschwunden, als ihr Großreich fiel. Viele fanden Zuflucht in umliegenden Landen. Manche Waldelfen glauben, sie seien die Nachfahren dieses Erbes. Gibt's die Rückbesinnung schon lange? Soweit ich es beurteilen kann, gab es die Rückbesinnung vor einem Jahr noch nicht. Es ist, als wären Hunderte eines Tages aufgewacht und hätten sich entschieden, sich einem neuen Kult anzuschließen. Sie sind überzeugt, dass ihnen etwas genommen wurde. Um es zurückzuerlangen, würden sie alles tun. Was macht die Rückbesinnung? Uralte Ruinen plündern, weitere Leute anwerben, die sich verloren fühlen. Vor allem Waldelfen, aber nicht nur. Was auch immer die Rückbesinnung meint, was ihr fehlt, es macht sie verzweifelt und gefährlich. Und wir wissen, dass sie auch mit Daedra zusammenarbeitet. Lebt wohl. Nicht gut. Was? Haltet die Stellung? Nein. Nein. Oder sollen wir schnell mal... Komm, wir machen schnell mal die Nebenquests fertig, damit die weg sind, ne? Was war das? Wo ist denn der Wegschrein? Da. Der neue Wald macht mir Sorgen. Ich weiß, eben schon. Kann so schnell wachsen. Es sind diese Waldelfen. Wallen, weil sie Gebiete übernehmen, die rechtmäßig... Oh nee, nicht das schon wieder. Ich spring mal irgendwo hin, dahin. Ja. Und jetzt gucken wir wirklich, wo wir hin müssen. Dahin. Nee. Warte. So, gucken wir doch mal schnell. Ja. Dahin, okay. Schwupps. Aber wir haben noch viel zu tun hier. Wir machen mal diese Quest, die sieht gut aus. Also die andere Nebenquest war ja schon fantastisch, ne? So, was ist das noch? Oh Gott. Mhm. Gut. Ich werde euren Mörder zur Rechenschaft ziehen, ja. Vater. Das kommt. Was fiel euch auf, Hilfskonstabler? Bin ich jetzt Ihr habt die neuesten Grabsteine untersucht. Schildert mir eure Eindrücke, Hilfskonstabler. Stimmt, das war die aussah wie Shurioka, so ein bisschen. Alles aus eurer Vater waren alle unlängst verstorbene Arbeiter, sowohl Knechte als auch Steinbrecher. In der Tat. Mein Vater schrieb, dass sowohl der Hof als auch der Steinbruch ihre Arbeiter seit neuestem heftig antrieben. Doch ich habe vorher noch nie von einem Fieber gehört, das gesunde Arbeiter in der Blüte ihres Lebens tötet. Man nennt es Erschöpfungsfieber. Das ist Schuld? Die Oberhäupter der Stadt möchten, dass die Leute das glauben. Mein Vater erwähnte in seinem letzten Brief nicht, dass es ihm irgendwie schlecht ginge. Der Brief trug das Datum seines Todestags. Mein Vater schrieb mir oft von seinen Ermittlungen, meinte, es würde ihm helfen, alle Möglichkeiten zu durchdenken. Stand sonst noch etwas in seinem Brief, das bei unseren Ermittlungen helfen könnte? Nur, dass er vor einem Rätsel stand. Er beschrieb das Erschöpfungsfieber als merkwürdige Krankheit, die Arbeiter tötete. Aber er hatte das Gefühl, dass mehr hinter den Todesfällen steckte. Er ging von üblen Machenschaften aus. Und ich ebenfalls. Aber genug geplaudert.
machen wir uns wieder an die Arbeit. Ja, was steht denn an? Sprecht mit den Einheimischen. Jemand Fremden gegenüber öffnen sie sich womöglich eher als mir. Ganz normal. Ihr werdet überrascht, was die Gemeinen sehen, was den Mächtigen entgeht. In Ordnung. Jemand Besonderes? Im Brief meines Vaters stand, er wollte Grakug im Split, den Hofaufseher Merak und die Steinbruchvorsteherin Laurina sprechen. Fangen wir an, wo er aufhörte, und reden wir mit ihnen. Danach überprüfen wir die Amtsstube meines Vaters. Das habe ich bisher noch nicht geschafft. Was soll ich diese Einheimischen fragen? Fragt einfach, was sie über die...